Wir sind jetzt in dem Kapitel mit den Kondensatoren. Frau Köpik hat Ihnen bereits verschiedene Anordnungen gezeigt von Metallkörpern, die geladen sind, und auf diesen Metallkörpern sitzt die Ladung immer auf der Oberfläche, hatten wir gelernt. Der Innenraum von Metallkörpern ist dann feldfrei. Wir haben, oder das haben Sie auch gelernt bereits, dass die Ladungen Quellen und Senken für elektrische Felder sind. Das heißt, Feldlinien können an einer Ladung entspringen, also nach außen dann von der Oberfläche dieser Metallkörper weggehen. Sie haben wahrscheinlich auch gehabt, dass die Feldlinien dann immer senkrecht an solchen Metalloberflächen starten. War das schon dran gewesen? Ja, wunderbar. Und genauso ist es eben dann in den Metallen nicht so, dass die Feldlinien ins Innere starten, sondern die starten dann immer nur nach außen. Und andersrum können auch Feldlinien, die irgendwie aus dem Außenraum kommen, dann auf diesen Oberflächen enden, weil dort sich da negative Ladungen befinden, die Senken für diese Feldlinien darstellen. Und dann gehen sie nicht mehr weiter ins Innere. Und das, was wir heute besprechen wollen bei den Kondensatoren, das sind eben auch Metalloberflächen, und wir wollen als erstes uns den Plattenkondensator anschauen. Das wäre also hier dann so ein Gerät, was aus zwei Metallplatten besteht, die sich in geringem Abstand gegenüberstehen. Aber man kann auch einen Kondensator viel weiter fassen als Begriff, indem man zwei Körper sind es meistens, hat die unterschiedlich geladen sind und damit Ladung und Energie tragen. Ja, also hier auf dieser Folie gezeigt haben wir eine Anordnung von zwei Metalloberflächen, die befinden sich dann auf unterschiedlichem Potenzial, wenn der Kondensator geladen ist. Wir haben gesehen, unterschiedliches Potenzial bedeutet, dass eine Spannung anliegt. Also immer, wenn ich eine Spannung an den Kondensator anlege, dann lädt sich dieser Kondensator auf. Und das Besondere bei den meisten Kondensatoren ist, dass die Geometrie so gebaut ist, dass das elektrische Feld weitgehend eingeschlossen ist. Man versucht also, wenn man Bauteile zum Beispiel für Elektronik baut, die Felder nicht in den Außenraum ragen zu lassen, weil dann alles, was in dem Außenraum passieren würde, wenn eine Person vorbeigeht, zum Beispiel dieses Feld verändern würde, die Feldlinien würden sich dann zum Beispiel durch Influenz im Raum verändern, dann würde auch die Ladung auf dieser Metalloberfläche sich verändern, auf dieser Elektrode, und die Energie, die in dem Kondensator gespeichert ist, und die Ladung, die würde sich verändern. Wenn man dagegen zum Beispiel jetzt von zwei solchen Punktladungen mit so einem ausgedehnten elektrischen Feld die Geometrie so ändert, dass man das zusammenführt, dann sind die Feldlinien nur noch im Innern. Und wenn man das in eine kleine Kiste baut, mal anschaulich gesprochen, dann kann da innen drin sich nichts mehr verändern und dieses Bauteil hat feste Eigenschaften. Weiterhin ist es günstig, diese Ladungen möglichst dicht zusammenzubringen, weil man dadurch besonders hohe Ladung und Energie in dem Kondensator erreichen kann und damit, wir werden das dann später als Begriff kennenlernen, eine hohe Kapazität dieses Kondensators erreichen kann. Also es gibt viele Gründe sozusagen, diese Anordnung möglichst geschlossen aufzubauen. Das hatte ich hier auch nochmal auf der Folie notiert. Dann, was selten dazu gesagt wird bei Kondensatoren, ist es so, dass man immer von einer Ladung auf dem Kondensator spricht, aber eigentlich meint man zwei entgegengesetzte Ladungen, eine positive und eine negative, die gleich groß sind. Insofern ist eigentlich der Kondensator immer mit der Gesamtladung null geladen, aber damit könnte man schlecht kommunizieren. Und deshalb spricht man von einer Ladung auf einer der Elektroden, und implizit weiß jeder sozusagen, dass die andere Seite, andere Elektrode oder die zweite Metalloberfläche mit der entgegengesetzten Ladung geladen ist. Also wir haben eine positive und eine negative Ladung. Und zwischen diesen beiden
Metalloberflächen liegt dann die Spannung an. Und dann kriegen wir diesen Zusammenhang, die Ladung, und jetzt meinen wir die auf der einen Elektrode, hängt proportional mit der Spannung U zusammen. Also wenn die Spannung steigt, steigt auch die Ladung auf den Platten. Und den Proportionalitätsfaktor, den nennt man die Kapazität. Kapazität ist ja ein Begriff dafür, wie viel etwas aufnehmen kann. Im Alltag stellt man sich vielleicht so ein Fass voll mit einer Kapazität von 100 Litern, dann kann man das mit 100 Litern auffüllen. Diese Vorstellung ist jetzt nicht ganz so günstig, weil so ein Fass dann irgendwie voll ist und überlaufen würde. Das ist beim Kondensator nicht der Fall. Der hat also keine konstantes Q sozusagen als Maximum, sondern je größer die Spannung ist, die ich anlege, umso größer ist auch die Ladung, die auf dem Kondensator sitzt. Und es könnte im Prinzip unendlich werden, wenn da keine Funken überspringen würden. Insofern müsste man sich so eine Kapazität, wenn man sich es jetzt anschaulich vorstellen wollte, mit so einem Analogon vielleicht so vorstellen wie so eine Druckgasflasche, wo Sie Gas einfüllen, und je größer Sie den Druck machen, umso mehr Gas passt auch in diese Flasche rein. Wenn Sie doppelt so großen Druck machen, dann haben Sie die doppelte Gasmenge im Gas, also doppelte Masse des Gases ist dann in dieser Flasche, und Sie könnten auch im Prinzip den Druck unendlich groß machen und damit unendlich viel Gas in diese Flasche füllen, was dann auch wieder aus anderen praktischen Gründen nicht gehen würde. Die Kapazität einer solchen Gasflasche, also wenn ich jetzt gucken will, was wäre das C in diesem Beispiel, wäre dann, dass eine kleine Gasflasche eine kleine Kapazität hat und eine große Gasflasche eine große Kapazität hat. Wenn ich also auf die große Gasflasche den gleichen Druck gebe wie auf die kleine, dann passt in die große Gasflasche natürlich mehr Gas rein als in die kleine. Genauso ist es beim Kondensator, also die Spannung würde dem Druck entsprechen, dass der Größe der Gasflasche und dass der Gasmenge in dieser Gasflasche. Aber beim Kondensator eben ein bisschen anders, weil wir diese zwei Ladungstypen haben, die gleichzeitig aufgenommen werden und zwischen denen dann das elektrische Feld entspringt. Dadurch, dass die gleich sind, kann man eben auch sagen, jede Feldlinie, die an der einen Seite entspringt, endet auch auf der anderen Seite, weil ich genauso viel positive wie negative Ladung habe. Und deshalb gibt es keine Feldlinien, die jetzt in den Außenraum hineinragen. Ausnahme wären so offene Kondensatoren. Manchmal werden zum Beispiel Kugelkondensatoren besprochen. Also wenn man jetzt nur eine geladene Kugel nimmt und sozusagen dann die Feldlinien ins Unendliche laufen lässt, dann hätte man vielleicht diese Symmetrie nicht. So etwas diskutiert man zum Beispiel, wenn man die gesamte Erde als Kondensator betrachtet, die aufgeladen sein kann zum Beispiel, oder andere Geometrien jetzt hier bei solchen elektrostatischen Experimenten. Aber der typische Fall ist eigentlich der mit diesen geschlossenen Kondensatoren und dieser Symmetrie in der Ladung. Die Konstante C, hatten wir schon gesagt, nennen wir die Kapazität des Kondensators. Und diese Kapazität hängt dann von der Geometrie des Kondensators ab. Das heißt zum Beispiel von dem Plattenabstand, von der Größe der Platten, ähnlich wie eben von der Größe der Gasflasche, kann man hier aber noch zusätzliche geometrische Eigenschaften finden, die nicht nur die Größe der Platten betrifft als Kapazität sozusagen, wie viel Ladung drauf passt, sondern wenn die dichter beisammen sind, dann passt da mehr Ladung drauf bei gleicher Spannung, weil sich diese Ladungen gegenseitig anziehen und das sozusagen günstiger ist, als wenn sie weiter auseinander sind. Und die Einheit der Kapazität, die nennt man das Fahrrad. Und ohne H, ein Fahrrad entspricht einem Coulomb, was bei einem Volt aufgenommen wird, also ein Kondensator, der ein ganzes Coulomb bei nur einem Volt Spannung aufnehmen würde, hätte die Kapazität ein Fahrrad. So einen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die wären sicher sehr, sehr groß. Wir haben da drüben einen mit besonders hoher Kapazität stehen. Das ist da dieses blaue Ding.
Das schauen wir uns nachher an, da kann man schon eine Menge Energie drin speichern, aber das ist irgendwie noch im Millifaradbereich.